Ja, also eine Markierung für mein Bettchen sollte ich vielleicht irgendwie mal machen. Gut. Also, hatte ich einen Zaun gebaut. Einfach nur, damit ich hier nicht mal aus Versehen mal runterplumpse. Ich werde die Häuser noch mal ein bisschen anders hinstellen. Also ich werde so einen riesen Kreis machen aus Häusern, dass ich in der Mitte Platz habe. Schauen wir uns mal die Brücke an. Beziehungsweise zwei Brücken sogar, die wir gebaut haben. Okay, wir haben also nicht nur die eine Brücke gebaut, wir haben eigentlich einen Turm gebaut. Vielleicht passiert da noch was, wenn wir den Turm hochgehen, den wir gebaut haben. Ich glaube aber im letzten ist auch nichts passiert. Hier drüben ist auch nochmal ein Tempel, den sollten wir uns vielleicht nochmal angucken. Aber ich glaube, es hat irgendwie bis jetzt keinen Effekt gehabt. Es sei denn natürlich jetzt diese Herstellung der Brücke hat diesen Tempel freigeschaltet. Okay, das ist eine sehr komische Optik, hier so zu laufen, aber wenn man ja auch keine Fü doch Füße habe ich, okay. Wir gehen einmal in den Tempel, den Berg hoch, beziehungsweise den Aussichtsturm, den wir da schön gebaut haben mit viel Mühe, über viele, viele Jahre. So, und der bringt uns eine Aussicht auf den nächsten Turm, den wir auch schon gebaut haben. Da ist diese besondere Brücke, die haben wir auch schon fertig. Können wir uns auch gerne nochmal angucken. Da ist nämlich dieses Reisfeld, was irgendwie noch nicht benutzt ist, wo vermutlich im nächsten Patch auch noch ein Dorf entsteht. Also ein NPC-Dorf. Und hier haben wir jetzt zwei Brücken. Wir gehen nochmal über die zwei Brücken und dort links in dem Wäldchen in den Tempel rein. Na, hoffen, dass der jetzt vielleicht offen ist. Ich werde bloß mal umschalten, das ist super nervig. So. Gucken wir uns die Brücke mal an. Die ist hier fertig. Die Sonne kann man auch gut. Und die ist hier fertig. Ja, wir erinnern uns, das ist die Brücke, wo uns die Wildschweine immer geholt haben. Also mich, nicht euch. Und hier irgendwo in dem Gedöns war noch ein Tempel. Ist die Frage, ob wir das passende Beil haben für den Tempel. Und wo der genau war. Gehe ich hoch oder gehe ich runter? In der Meinung, er war hier unten, irgendwo innerhalb dieser Bäume. Das sieht gut aus. Aber da konnte ich nichts machen. Das war bloß schön zum Angucken. Aber wir konnten hier nichts tun. Vielleicht hat es sich ja geändert mit dem Brückenbau, aber ich glaube nicht. Denn hier ist so nirgendwo, Moment, ich muss mal umschalten, nirgendwo was zum Anzeigen hier. Oder zum Anklicken. Außer der Bambusbaum.
Ja, dieses kleine Rucken ist manchmal an den Tempeln. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es an den 1000 Lichtern oder so. Also mehr Performance geht eigentlich nicht. Tja, was immer ich hier tun soll, es ist noch nicht freigeschaltet. Hier sind ja schon ein paar Bäumchen geklaut. Aber das ist mal schön, das sieht ja doof aus hier mit den Fünfen. Jetzt möchte ich es ja ein bisschen freiräumen, dass man nur den Tempel mal sieht. Es ist zwar schön, wie er da gelegen ist im Busch, aber man sieht ihn ja dann gar nicht. Und es ist sehr dunkel. Aber das ein anderes Mal. Gut. Gucken auf die Karte. Das wird gerade gebaut von mir. Wie lange auch das immer dauert. Da sind die nächsten beiden, die wir noch bauen müssen. Und wir gehen jetzt mal zu dieser Brücke noch schnell. Und dann gehen wir in die nächste Folge, in der hoffentlich schon genug passiert ist. Ich ganz viel Brennholz und Steine gesammelt habe. Moment. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Ne, da brauche ich Stahl für. Okay, 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 okay. Habe ich verstanden. Steine sammeln, wenn ich schon an so einem Brocken vorbeikomme. Ja, manchmal hat das Spiel ein paar kleine Hackenmacken oder so. Wenn man dann nochmal neu startet und neu lädt, ist das Ruckel auch weg. Ich denke mal, dass es auch gleich verschwinden wird, sobald wir raus sind aus diesem Tempelgebiet. Du bist... Ne, okay, der ist mir zu hoch. Ein paar Steine noch mitnehmen. Und dann ist auch gleich unsere Hacke durch. Das war beim nächsten Moment. Ja, lass ich doch nicht liegen. Gut, packe es durch. Ich kann das hier noch wegpacken. Und wir rennen mal schnell zu der nächsten Brücke. Warum auch immer das immer regnen muss bei mir. Ist wie verhext. Wer ist das? Oh, ein Bandit. Da werde ich doch mal mein Samurai-Schwert ausprobieren. Dem ich noch ein paar Steine gesammelt habe. Hallo Bandit. Ja, der war ich doch schon. Okay. Kam jetzt nicht mehr drauf, wie ich diesen Stoß ausführe. Moment. Nee, nach vorne. Nee. Ah, rechte Maustaste und nach vorne. Rechte Maustaste und nach vorne. Das hat eine Eisenaxt, Münzen. Sake. Und Stahlmesser. Und natürlich einen Handschuh. Gut, haben wir. Tut mir leid für dich. Du wolltest es so. Was diese Orte der Macht noch machen, ist mir noch unklar. Jetzt schneller heile, mehr Macht habe. Ich weiß es nicht. So. Nochmal die Richtung auspeilen. Wir wollen zu der Brücke. Also so rum bis zur kleinen Brücke und dann zur nächsten Brücke. Ja, ich versuche mal jetzt nichts zu sammeln und einfach nur durchzurennen. Ja, die Banditen sind eigentlich sogar eher von Vorteil. Man schafft sie eigentlich relativ gut, selbst mit dem normalen, einfachen Speer. Da ist ein Flüchtling. Ich weiß aber nicht, ob ich schon welche wieder aufnehmen kann. Ich habe ja jetzt 2 Level höher. Ich versuche mal mein Glück. Hallo? Hallo? Oh, warum hast du dein Zuhause verlassen? Ja, ist immer dieselbe Geschichte. Komm noch zu uns. Ah, okay. Moment. Okay. Und wir geben ihr mal ein Zuhause. Wo packe ich die denn jetzt hin? Dich packe ich. Da ist kein Platz mehr. Kyoto? Wer wohnt denn hier?
Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist. Keine Ahnung. Ich versuche mein Glück mal. Und Arbeitsplatz. Was können wir ihr denn geben? Doch, haben wir schon genug. Nochmal eine Sägebock. Dann könnte sie uns nochmal Bretter. Das heißt ja, eine Sägebock. Sägebock würde Bretter machen und Brennholz. Das machen wir mal. Aber wir haben kein Werkzeug drin. Oh. Dafür habe ich... Moment. Dafür habe ich keine, aber habe ich dafür Steinaxt. Ich will dich nicht in drinnen. Du sollst Brennholz machen. Nein, du machst Brennholz. Gut, das soll erstmal reichen. Ich weiß nicht, was ich dafür noch bräuchte. Da habe ich keinen eingepackt. Nee. Ich kann es nicht mehr abwählen, also. Und ich kann es auch nicht machen, weil keine Bretter drin sind. Gebe ich wieder einen anderen Platz? Was kann man noch? Was haben wir noch zu bieten? Jäger hätte ich noch zu bieten. Schneidertisch. Schmied ist auch gerade nichts drin. Landwirt. Ja, das Problem ist, wie viel Gras sie sammeln. Gras haben sie auch gerade nicht gesammelt. Das ist aber auch ein Leid, jetzt was zuzuweisen. Ich will auch ungern jetzt dieses Spezialgebäude zuweisen. Weil ich da ja schon dran arbeite. Da kann ich keinen zuweisen. Vielleicht die Hobelbank? Da brauchst du auch wieder das. Das ist doch nicht wahr, oder? Moment, sie könnte ja die Dinger herstellen. Ah. Dann stellt sie mal jetzt die Dinger her. Und sie stellt her einen Rührpaddel. Nee, kann sie nicht, weil sie die erst herstellen muss. Eine Steinaxt. Ein Holzhammer. Mal gucken, ob wir das jetzt so hinkriegen. Kann sie gerade nicht, weil wir keinen Baumstamm haben. Gut, sie hat einen Job, sie hat eine Schlafmatratze. Und warum auch immer die anderen noch sauber sind auf uns. Das ist dann so. Gut. Ich hätte mich wieder ablenken lassen von den Flüchtlingen hier, aber das muss man halt einmal verteilen. Wo ist jetzt die nächste Brücke? Da. Die haben wir auch gebaut. Da wird die Folge ein bisschen länger. Ich will wenigstens die Errungenschaften, die wir gebaut haben, mir auch mal zeigen. Und nicht nur das Rumhacken und Rumschleppen. Wo ist jetzt die Brücke? Weiter nach rechts. Es wird schon wieder dunkel. Also die Zeit vergeht ja auch ganz schnell, wenn man ja mal was macht. Na, häng dich hier nicht auf. Das ist die schicke Brücke, die wir gebaut haben und nicht dabei waren. Also unter anderem diese. Kurzer Blick. Genießen wir. Müssen aber gleich weiter zum nächsten, weil es nicht mehr dunkel wird. Und hier ist ein Areal, wo lauter Feldfrüchte irgendwie angebaut sind. Sieht man jetzt vielleicht gerade nicht so gut. Hier sind auch Beeren und so. Und hier ist sowas, was angebaut ist. Hier habe ich, glaube ich, schon mal alles abgegrast. In einer anderen Jahreszeit steht hier sowas wie da hinten. Da steht der Mais. Was der hier macht. Hallo? Sowas zum Looten? Nee. Bist du ein neuer Flüchtling? Also hier ist so ein Mais oder sowas. Können wir aber noch nichts mit anfangen. Hier wird vermutlich das neue Dorf entstehen. Ich will dir was schnell anschnappen. Kann ich dich? Okay. Machen wir gleich.
erstmal zur Schickenbrücke, bevor es ganz dunkel wird. So, da ist das Prachtstück. Das haben wir gebaut. Okay, das bringt jetzt so natürlich nicht viel, wenn der Busch im Weg ist. Hallo. Das ist jetzt mein Busch, komm mit. So, da ist die schicke Brücke. Nein, ist ja nicht. Geht nochmal aus dem Bild. So, da ist die schicke Brücke. Gehen wir mal rüber. Da ist nämlich auch dieses große Wasserrad. Und da haben wir auch einen Wachturm gebaut. Mit viel Mühe. Und viel, viel Material heranschleppen. Also wenn ich die Dinger hätte selber gebaut, wäre es schneller gegangen. Aber na gut. Gucken wir das hier einmal hier bloß an. Von hier ist es natürlich schwer zu sehen. Das ist dieses Wasserrad. Kann ich hier hochklettern? Oh, kann ich nochmal hochklettern? Ah, okay. Hier, okay, man sieht so ein bisschen, hier ist so ein Reisfeld angelegt, wo man auch noch nichts machen kann. Und ich denke mal, dass hier mehr passieren wird noch. Hier ist, denke ich mal, der Platz, wo ein neues Dorf noch entstehen wird. Gut. Damit beende ich die Folge mit dem schönen Blick auf die Brücke und auf das Reisfeld, auch wenn es schon ein bisschen dunkel ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht habe ich dann schon ein bisschen mehr Erfolg gehabt. Tschüss.